Ich arbeite seit gut 30 Jahren als Psychotherapeutin mit schwerst traumatisierten Menschen. Ich sehe jedes Jahr Tausende von Menschen, mit denen ich arbeite, in Vorträgen und Workshops, und persönlich. Und ich habe so gesehen, wie viele Menschen immer wieder so einbrechen, wie die Betroffenen in die Löcher fallen, weil sie an einer bestimmten Stelle einfach nicht weiterkommen. Sie kriegen die Psychotherapie nicht weiterbezahlt, entweder gar nicht oder nicht weiterbezahlt. Die Betreuung, die Beratung, die Begleitung, die juristischen Fragen werden überhaupt nicht gelöst. Niemand ist da oder man gibt einen kleinen Rat und dann sitzen die Leute wieder zu Hause und wissen trotzdem den nächsten Schritt nicht. Wir als BAG sind dafür da, dass man sich an uns wenden kann und sagen kann, hier brauche ich eine Unterstützung. Ich kann das und das schon ganz gut, das werden wir auch erfragen. Was kannst du? Kannst du selber auch was beitragen? Wo bist du? Was brauchst du? Und den Kollegen fragen wir das genauso. Was kannst du? Kannst du uns helfen? Kannst du auch ein bisschen mithelfen, dass die Verhältnisse besser werden? Die Politiker werden wir fragen, was kannst du tun? Wenn wir dich wählen sollen, was tust du für Menschen in Not? Wir werden sie alle nicht auslassen. Wir werden sie alle ganz genau befragen. Und das tun wir die ganze Zeit. Und wir werden eine große, mächtige Pressure Group für Menschen, die keine Lobby haben. Und ich freue mich sehr darüber, dass Tausende von Leuten gesagt haben, ich will mitmachen, ich will meinen Teil dazu beitragen. Auch Leute, die selbst sehr in Not sind. Denn viele Leute können viel. Und wenn wir zusammen sind, können wir sehr, sehr viel erreichen.